So, jetzt was mit Dis. Mal, ist das bei euch auch so stark windig? Stürmt ein bisschen, ja. Naja, was ist Sturm? Es ist windig. Sphäre gesichtet. Greife ja, das, was bei euch windig ist, ist bei uns stürmisch, weil wir ja an der Küste wohnen. Oder relativ an der Küste. Ich hab den... Boah, ey. Das Ding dort beschützen, so ein Scheiß. Das hasse ich. Ich hab den scheiß Meteoriten nicht mal berührt. Ich hab den halt echt nicht berührt. Ich hoffe, das Ding hat keine Lebensanzeige. Ja, und vor mir spawnt wieder so ein fettes Schiff. Willst du mich verarschen? Das vergisst niemand so schnell. Ich pack's einfach nicht! Hast du vielleicht das die 28er Level? Nee, das ist 12er Ding drunter. Das. Wenn meine Theorie aufgeht, das leichteste? Ja, aber vor mir spawnt auf einmal so ein fettes Schiff, das ist. Assi! Wo soll's denn hin? Schießen! Jawohl! Erwischt! Alter! Wieder so ein dickes Ding. Ich muss die einfach nur noch beschützen jetzt. Gar nicht drauf geachtet, was ich noch alles zu erledigen habe. Wirklich beeindruckend. Na komm, 10 Sekunden noch. Krieg mal inne. Wir haben es geschafft. Jo, ohne Schaden zu kriegen. Nice. Das ist Stufe 1. Ja gut, hier annehmen. Das ist schon ein Blatt, um Kampf zu verwenden. Aha. Bin ich echt geil, Level 28. Ey, kotzt mich einfach an. Was denn? Wo kackst du denn ab? Was heißt abkacken? Ich schieße, ich lenk nicht mehr. Ich schieße nur und der steuert mich mitten in den Asteroiden rein. Den ich angeblich berührt haben sollte, wo ich nicht mal sehe, dass ich ihn berührt habe. Du musst dort drin auch ausweichen und navigieren. Das ist das Problem, das hatte ich die ersten zwei Male auch. Und jetzt habe ich das mit dem blauen Asteroiden. Das fand ich nicht schwer. Scheiße.
muss ich machen? Shit abtreiben. Ich werde siegen. Und du hast, glaube ich, ein Primärziel. Kleine und 5 Kanonenbaumgegner. Sprüche immer. Mit uns losgeht. Ja. Oder haut ab, ihr Feigling oder sowas, kann man auch noch. Komm, ich brauche noch eben so einen Talonjäger. Ich hab bloß noch 33 Sekunden. Jetzt. Müssen wir das Ding etwa zerstören? Nö, wir haben alles erledigt. Schießt noch eine Rakete einfach sinnlos ab. Erledigt. So, an die lieben Zuschauer, Darkward gerade ins Glas gepullert. Nur es war verschlossen im Supermarkt. Das hat sich halt wirklich so angehört. So, ich habe nur noch einen Raumschiffkampf. Und du, Darko? Ich habe immer noch meine Beine und ich lasse es. Ich bin nirgendwo gegengestoßen, aber ich glaube, in den 3 Leveln kriegt man wirklich noch eine bessere Beschildung. Du, ganz ehrlich, ich mache jetzt das Stufe 28er Ding.
Ja, aber ich, ganz ehrlich, was soll's? Was soll ich da? Ich bin erst 25, ich schaff's halt nicht. Also wenn ich das jetzt schaffe, dann schaffst du das auch. Du bist aber Stufe 28. 27. Und ei, sieht die Grafik geil aus. Okay, da ist das Riesending, was wir zerstören müssen. Und vor mir fliegen natürlich Sternzerstörer. Alles klar, macht ihr richtig gut. Ja, Ziel erfasst. Das tut weh. So gut wie erledigt. Kleine Dinger soll ich zerstören? Jo, ich muss nur noch Mini-Raumschiff zerstören, dann hab ich's. Denen habt ihr's gezeigt. Alle nicht nur noch überleben. Nur noch überleben. Eine Minute noch. Hat sich gut angefühlt. Bei XP abstauben hier. Yay, Schweinebacke! Piu, piu! Abgeschlossen. 4, 3, 2, 1.
Dunkle Seite, Punkte plus 29. Hast du jetzt alle erledigt oder wie? Nee, den 28 habe ich noch nicht mal versucht. Den habe ich gerade fertig gemacht. Ich hatte ja meine Schwierigkeiten schon mit dem. Stufe 28. Oh, Gottchen Marottchen hier. Gibt's noch neue Kämpfe? LOL! Hä, die habe ich doch gerade eben gemacht? Oder? Schließe die Mission Jambai Escort ab. Ja. Stummes Gebrüll, Echobeben, Machtdemonstration, Raumkampf, Taspan Hinterhalt. Ey, du hast dein wöchentliches Limit für Raumschlachten erreicht. Ich kann jetzt noch welche machen hier. Toll. Warte mal, wöchentliches Limit? Ja, steht bei mir. Wow. Ich habe jetzt hier wieder 5 zur Auswahl. Aber schau mal auf der Sternkarte. Ich habe auch noch, 3 Quests. Warte mal, die ich theoretisch machen kann, aber die werden mir nicht mal auf der Karte angezeigt. Warte, ich habe die jetzt genommen. Mir werden nur noch 2 angezeigt. Ja. Esran Außenposten und Taspan Hinterhalt. Stufe 32. Ja gut, da würde ich sogar sagen, die mache ich später erst, wenn ich die letzten Sachen frei habe. Aufgeben, aufgeben, aufgeben. Dann Darko. Wohin? Shadar oder Balmora? Das ist eine gute Frage. Irgendwo muss ich einen Padawan zur Strecke bringen. Ne, ich würde nach Balmora sagen. Ja, mach mal Balmoras. Machen wir Balmoras. $200. Ey, guck dir mal ab, welchem Level das ist. Welchen denn? 16 bis 20. Egal, ich reise jetzt nach Balmora. Oh, ich war schön. Ah, du bist auf Balmora angekommen. Dein Kontaktmann dort ist Lieutenant Malabar Quinn. Er wird dir eine Hilfe sein. Ich habe keinen Zweifel, Meister. Das ist eine wichtige Mission, die ich nur den Besten anvertraue. Quinn wird dich in seinem Büro im Sobrik-Hauptquartier treffen. Wir sprechen uns wieder, wenn er dich eingewiesen hat. Was ist da hinten? Ach so, das war ja das. Willkommen zurück. Ich habe gerade einen neuen Ernährungsplan zusammengestellt. Lass mich mit deinem Ernährungsplan in Ruhe. Nice, nice. Sieht echt geil aus. Sieht was fast aus wie bei Drom und Kars. Es gibt Unterschiede. Aber ja, doch. Warte mal, ich muss da lang. Wieso renne ich dann da? Hä, warum bin ich da hoch, wenn ich hier lang. Hä? So.
Und magst du den neuen Druiden auf deinem Schiff? Der stört mich nicht. Der wollte mir einen Ernährungsplan andrehen, der Arsch. Ja, ich habe einen neuen Ernährungsplan zusammengestellt, ey. Oh ja. Das sieht alles schon mal geil aus. Boah, diese Atmosphäre. So geil. Ich bin noch gar nicht drauf. Nee, ich bin schon im Raumhafen. Ich hatte eine kurze Sprachsequenz, das war's. Welches Level ist der Typ sie denn? Level 25, ja gut. Ich werde auf 21 herabgestuft? Was ist denn das für eine Logik? Willkommen auf Balmora, mein Sith Lord. Hoffentlich mögt ihr zerbombte Drecklöcher. Captain Rigel, Imperiales Gebietssicherungskorps. Wenn das Imperium eine Invasion startet, sind wir die Leute, die alles klar machen. Ich gehe mal davon aus, ihr wisst schon von der Lage hier auf Balmora. Soweit ich weiß, findet hier eine Schlacht statt. Wenn man einen Haufen Leichen als Schlacht bezeichnen kann, ja. Während des letzten Krieges ist das Imperium auf Balmora eingedrungen. Aber seitdem stecken wir bloß im Schlamm fest. Der Widerstand glaubt, er kann das Imperium von Balmora vertreiben. Wir sind hier, um das Gegenteil zu beweisen. Wie schwierig kann es schon sein, ein paar Widerstandskämpfern das Handwerk zu legen? Das sind nicht nur ein paar einzelne Kämpfer. Sie sind gut organisiert und bewaffnet. Aber wir können sie besiegen. Die balmoranische Exilregierung bereitet uns unter der Führung von Verteidigungsminister Vol Argen große Schwierigkeiten. Sie unterstützt den Widerstand. Der Minister ist nicht auf dem Planeten. Aber wenn wir seine Verbündeten brechen, brechen wir auch ihn. Und wenn wir ihn brechen, haben wir auch den Widerstand gebrochen. Was soll ich tun? Genau das suche ich. Leute, die direkt zur Sache kommen. Mein Stellvertreter, Lieutenant Davril, plant die erste Phase der sogenannten Operation Umschwung. Ihr könnt ihn in Zobrik treffen. Er hat einen Plan, um den balmoranischen Widerstand in die Luft zu jagen. Ich denke, er wird euch gefallen. Mal gucken. Euer Geld ist uns immer willkommen. Die haben wir schon. Schiffspanzerung haben wir schon. Das hier war das, ne? Ja, genau. Beehrt uns bald wieder. So, dann haben wir jetzt Energieschild dritten Grades. Gut, den Rest verkaufe ich hier. Das brauche ich alles nicht. Seht ihr etwas, das euch zusagt? Dann haben wir wieder 76.000. Beehrt uns bald wieder. Händler. Nö. Weil Moor bla bla kontrolliert. Oh Gott. Was? 10 Quest. Erstmal anmelden. So. Ach du Scheiße. Vorsicht walten lassen. Mission annehmen. Ich habe 3 lilane Quests auf einmal. Yep, ich auch. Läuft. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
So. Dann fangen wir mal an. Boah, geil! Nice aus, also. Da hinten war doch was. Ja, hier oben. Komme ich hier hoch? Natürlich nicht. Ach so, das ist nur das Taxi, was mir hier angezeigt wird. Oh, lul. Aber wisst ihr was? Nee, wir nehmen nicht das Taxi. Nein, das nehmen wir nicht. So, das war imperiale Ausrüstungsrequisition. Was? Das gehen wir uns mal angucken. Laderaumzugang, nee. Läuft hier. Ganz viele Geschäfte, das ist schön. Das ist eine Riesenstadt. Ich glaube sogar noch größer als Sim City. Kleiderhändler, okay. Den hat man ja schon. Ja, ich finde einfach nur die Atmosphäre geil. Nimmst du eigentlich auf? Natürlich. Ich habe gerade so überlegt, was ist jetzt, wenn Alk nicht aufnimmt? Problem. Nö, ich nehme auf. Schon seit 27 Minuten. Oh, was ist? Ach, Sanitätsdruide. Boah, komm schon. Ach, hier haben wir doch schon die erste. Nimm den ersten Energiekern. Kern vor allem. Ja. Wo ist der? Ach, hier. Ja, los, greift mich an, ihr Hunde! Ihr Lachnummern! Und jetzt? Lass mich raten, hier gibt's noch mehr Energiekerne. Was für Energiekerne die ganze Zeit? Nimm den zweiten Energiekern. Ich mach ein paar Nebenquests. Ach so. Gut gemacht, Fett.
Oh, schöne fliegende Monster. Ja, gegen die darf ich erstmal kämpfen. Ich bin eindeutig zu stark. Gleich geht's besser. Wow, one hit. Zweiter Energiekern. Und wo ist der dritte? Dritte, vierte. Was? Ja, vierte. Gut. Sieht schon richtig nice aus, die Umgebung. So, und da hinten ist der letzte. Standard Medipack. Wo ist er? Da. Ehrlich, ich habe so eine Attacke mit dem Doppellicht, Klingelichtschwert. Wo ich so denke, gab's das hier noch nie von irgendwem anwenden sehen. Was ist das für eine Attacke? Sozusagen, der schwirrt ein Doppelklinglichtschwert, ich habe alle Angriffe auf Doppelklinglichtschwert. Der wirft das wie eine Art Kreise. Das ist das gibt. Ja, klar. Lichtschwertwurf, nicht, klar, Ding, das gibt's. Ja, aber nicht so wie ich es kenne, horizontal, sondern vertikal, also wie eine, was weiß ich, Schneidsäge. Ja, ich weiß, was du meinst, ne? Ich könnte es nur horizontal. Dass es sich so dreht wie im Kreise. Ja, die haben alle so ihre Tücken und Ideen und ja, wie man das auch immer nennen mag. Techniken, so. Und ich habe ein gelbes Lichtschwertfarbe, komischerweise. Ändere ich das Teil? Ich habe keinen. Aus deinem alten Lichtschwert den Kristall rausnehmen? Da stand irgendwas mit, damit wird es an dich gebunden sein, bla bla bla. Man kann, du hast ja das alte Lichtschwert erst gehabt. Ich glaube, ich hab's immer noch. Da kannst du den Kristall rausnehmen und in das neue einfügen. Ja, aber muss ich später nachschauen, aber da stand irgendwas, wenn du dies tust, wird es an dich gebunden sein, bla bla bla. Ja, und? So. Das kann dann kein anderer mehr benutzen. Ach so. Das war damit gemeint. Ich dachte, es wäre auf das alte Lichtschwert bezogen, dass ich dann immer bei dem alten Lichtschwert bleiben müsste. Nein. Zum Anfang kam die Meldung ja auch bei den Rüstungen, die man zum Anfang gekriegt hat. Das stimmt. Heldentaxi dahin, dann gehen wir jetzt dahin. Waffenbrüder. Das heißt, in welche Richtung muss ich denn? Da lang. Thank you.
Aber die Umgebung ist echt nice. Also, ich kann es nur immer wieder sagen. Dafür, dass es von 2011 ist, Baba. Mhm. So alt schon. Ja. Aber es gibt ja immer noch extrem viele Updates. Ja, aber ich denke mal nicht, dass die grafiktechnisch noch irgendwas machen, weil klar kann man einen PC immer wieder aufrüsten, aber nicht jeder hat das Geld dazu. Oh, klar. Oh, hier kann man ins Raumschiff rein. Loot? Loot? Nö. Schade. Obwohl die Dame, glaube ich, aber auch eigentlich, jedenfalls hätte ich gedacht, dass sie mit der Zeit geht. Die müssten ja dann auch auf den Servern wieder alles machen, dann die Server anpassen oder bessere kaufen. Klar wäre es aufwendig, aber wenn sie wirklich ein Spiel aktuell halten wollen. Ja, dann müssen sie das Spiel aber wirklich zum Kauf anbieten, ne? Weil die ja wieder mehr Zeit und Aufwand reinstecken und es ist jetzt gratis. Und die würden sich ins eigene Knie schießen, wenn die jetzt das Spiel auf einmal wieder für Geld anbieten. Okay, wie es bei Steam aussieht in 2-3 Wochen, keine Ahnung. Steam ist ja richtig geldgeil, aber jetzt habe ich endlich das M getroffen. Aber ja, die schießen sich allgemein damit nur noch ins eigene Fleisch, wenn sie jetzt dafür Geld verlangen würden. Und dann immer noch für Kartellmünzen und alles Geld wollen und. Ist nicht so, dass ich mir ja keine Kartellmünzen holen könnte, weißt du? Ich hab noch 18 Euro bei Steam, aber... Also, kannst du gerne machen, ich mach's nicht. Ich werd's auch nicht machen, weil ich heb mir das Geld ja da direkt auf für ein bestimmtes Spiel, was hoffentlich dieses Jahr noch rauskommt. Denn das ist wieder so halt standardgemäß Erotik-Horror und ja, das muss sein. Das ist momentan mein Markenzeichen auf YouTube. Boah, diese fetten Geschütztürme hier. Boah, geil. Ike hat Spaß. Helfen Sie mir. Sie da. Genau Sie. Bitte. Mein Kamerad wurde schwer beschädigt, als wir uns dem Feind stellten. Bitte, wir müssen ihn reparieren. Vergeude nicht die Zeit von Organismen. Der Schaden an meinem Motivator ist womöglich irreparabel. Führe unsere zugewiesene Aufgabe allein zu Ende. Ich kann dich doch nicht einfach hier draußen lassen. Ich bringe dich heil und funktionsfähig ins Hauptquartier zurück, Bruder. Ich muss... Ich wusste gar nicht, dass Droiden zu solch starken Emotionen fähig sind. Er ist mein Gegenstück, mein Kamerad. Ich kann ihn nicht allein hier in der Kampfzone zurücklassen und der Vernichtung preisgeben. Ich muss ihn doch retten. Einheit B6NX wurde ein experimentelles Gefühlsprogramm eingebaut, das wahrscheinlich seine derzeitige Funktionsstörung verursacht. Kameradschaft und Mitgefühl stärken den Zusammenhalt zwischen den Einheiten und verfünffachen damit die Kampfeffizienz. Das zu beobachtende Resultat ist, dass deine Programmierung dich daran hindert, meinen Schaden zu ignorieren und unsere Mission zur Priorität zu machen. Eine deutliche Fehlfunktion. Hören Sie nicht auf ihn. Diese einmal zu verwendende Passierkarte öffnet ein verstecktes Ersatzteilfach auf einem Schrottplatz hier in der Nähe. Dort können Sie einen neuen Motivator holen und dann reparieren wir meinen Kameraden. Die uns zugeteilte Passierkarte zu benutzen, um mich zu reparieren, wäre Verschwendung. 6NX. Wenn die Organismen helfen wollen, sollten sie die Karte lieber verwenden, um einen Datenstift zu besorgen, der deinem fehlerhaften Gefühlsprogramm entgegenwirkt. Kann ich nicht einen neuen Motivator und einen Datenstift finden und euch beide reparieren? Datenstifte und Motivatoren werden getrennt aufbewahrt. Die Karte öffnet nur eins der gesicherten Fächer. Ich kann keine feindlichen Soldaten mehr angreifen. Einheit B6NX will bloß nicht.
Daher besteht die schnellste Lösung darin, sein fehlerhaftes Programm zu reparieren. Jeder Angriff auf diese Widerstandskämpfer hätte dich vermehrter Gefahr ausgesetzt. Das konnte ich doch nicht riskieren. Bitte, nehmen Sie diese Karte und holen Sie den Motivator, um meinen Freund zu reparieren. Bitte, ich kann Sie sogar dafür belohnen. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile versteckt sind. Und zwar unverschlossen. Da ist für Sie bestimmt etwas Brauchbares dabei. Bestechungsversuch und Verweigerung einprogrammierter Befehle. Eindeutige Fehlfunktionen meines Gegenstücks. Bitte holen Sie den Datenstift, um das zu korrigieren. Dein Gegenstück muss auf jeden Fall neu programmiert werden. Wo finde ich das, was wir brauchen? Den benötigten Datenstift sollten Sie auf dem Schrottplatz hier in der Nähe finden. Mit der Passierkarte, die 6NX Ihnen gegeben hat, können Sie ihn aus dem Schließfach holen. Aber mein Kamerad braucht doch Hilfe. Er braucht einen Motivator. Uff. Du kommst, ich müde mich. Alles klar.